ist ja Mamas Musik. Was hast du? Seine schöne Musik. Ja? Was hast du denn? Es ist wieder passiert. Ich kann nicht mehr. Jetzt hör mir mal zu. Ich weiß, was du durchmachst. Ich habe das oft genug erlebt. Ich fühle mich so schuldig. Schuld hast du erst, wenn du jetzt nichts unternimmst. Ich komme zu deinem Prozess. Ich muss aus dem Verkehr gezogen werden. Das ist gut. Und bis dahin heißt es kühlen Kopf bewahren. Wir brauchen Beweise. Und sprich mit den Kollegen. Vielleicht ist ja diesmal einer bereit, auszusagen. Und wenn du zum Prozess noch einen Zeugen mitbringen könntest, warte, dann ist es. Hallo? 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 Wen haben Sie angerufen? Wen? Keine Anrufe außer der Reihe. Das war verabredet. Ich melde mich gegen Mittag. Bis dann. Warte doch. Es geht nicht um uns. Ich habe endlich Beweise. Vater, man kann nicht sehen. Ich bleibe. Streck. Ich bleibe. Oder du gibst mir einen Moment. Ich kann das nicht mehr. Es geht nicht. Agnes. Vor genau 100 Tagen haben wir uns kennengelernt, weißt du noch? Fahr zu uns am Parkplatz. Dann reden wir. Ich liebe dich. Guten Morgen. Morgen. Musst du weg? Ich hab eine Verabredung mit Gabi. Er hat neue Beweise. Schlaf dabei, Glenn. Schlaf. Tschüss.
Kaffee ist fertig. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Christi. Zum Geburtstag viel Glück. Alles Gute. Oh, riechen gut. Hier, dreh mal ein bisschen. Hier. Wo hast du den denn her? Gut aufbewahrt. Ich hab gedacht, das wäre was für deinen 25. Geburtstag. Mein erster Ring. Ja. Vor 22 Jahren mit Mama in Dresden gekauft. 62 Pfennig Ost. Mit Trompetengold kann ich nicht mithalten. Echt Gold. Leider. Du, Charlie, echtes Gold ist auch nicht schlimm. Nein. Dankeschön. Oh, meine Süße. Gehörte zu meinem Hochzeitsschmuck. Ja. Ja, den Rest kriegst du auch noch, wenn ich abrausche. Charlie. Wieso? Menschen sterben, das ist doch hier wohl kein Tabu. So, das ist gut, jetzt geht's los. Das Leben ist endlich und ziemlich kurz. Wusstest du das nicht? Und deshalb schlage ich vor, wir gehen heute zusammen essen. Oder ich koche uns was Feines. Hm, weder noch. Ich werde vielleicht ein Bier trinken gehen mit ein paar alten Freunden. Oh, oh. Stubbe hier. Hallo? Ja. Oh. Ich komme. Ja. Na, dann komme ich. Ja. Moin. Mein. Der Tote ist Gerwin Streeck. Fußballer beim FC Titania, Mannschaftskapitän, Sturmspitze. Naja, muss man nicht kennen, die kommen über die dritte Liga nicht hinaus. Wie lange ist er tot? Höchstens 2 Stunden. Ein Mann, der hier parken wollte, hat vor einer Stunde die Leiche im Auto bemerkt. Moin. Moin. Kann ich? Nur zu, wir sind durch soweit. Zeugen? Nein, aber die Kollegen sind schon ausgeschwärmt in Fragen. Da in etwa müsste die Position des Schützen gewesen sein. Aber bisher haben wir noch keine Spuren gefunden. Keine Hülse, keine Fußspuren. Das Opfer wird sich gerade umgedreht haben, als der Schuss fiel. Hat irgendetwas auf der Rückbank gesucht. Im Fotoapparat ist kein Speicherchip drin, leider. Und hier? Ja. Wir machen eine Liste mit den Nummern und suchen die Halter. Seinen letzten Anruf hat der Tote heute früh um 6.15 Uhr abgesetzt. Schon probiert, geht keiner ran. Ach, die Schmeißbügel sind auch schon da. Unsere lieben Journalisten. Es wird schwer für uns. Seine Mutter hat ihn alleine großgezogen. Sie ist vor 2 Jahren gestorben, aber er hatte viele Brüder. Seine Mannschaft. War er Mannschaftskapitän? Nein, nicht mehr. Es gab Probleme. Ach. Ja, kommt schon mal vor. Und was waren das für Probleme? Er war sehr ehrgeizig. Sind sie doch alle, oder? Aber Streeck schoss schon mal übers Ziel hinaus. Wie das? Gelegentlich kam er mit Niederlagen nicht klar. Dann bezichtigte er seine Kameraden der Trägheit, der Faulheit, des Verrats. Er war ein wunderbarer Spieler, der leider anfing, seine Mannschaft zu demotivieren. Stark. Saustark. Die Bilder gehen gleich in die Online-Ausgabe. Tod eines Fußballers. Gibt's was zu den Hintergründen? Schuldenschiebung? Ging's um Wetten? Ich brauch Zeit, dann finde ich was raus. Zeit? Tempo. Wenn Sie die Bilder nicht gleich ins Netz stellen würden. Also wenn diese Bilder mit weiteren Details gleichzeitig erscheinen, also das ist dann wirklich was Großes. Ich meine, außer uns war keine Presse am Tatort. Es könnte klappen. Es war niemand da? Mhm. Gut. 2 Stunden. 4. Ich meine, es soll ja auch gut werden. Wehe nicht. Ich habe jetzt ein Meeting. Wenn ich zurück bin... Ach, geh klar, Chef. Hey, Chrissy. Aber bist du irre? Ich habe da super Fotos gemacht. Die müssen sofort veröffentlicht werden.
Nur die ersten Bilder machen Eindruck. Nur die ersten. Hatte Strick Feinde? Rivalen hatte er, keine Feinde. Trotz der Auseinandersetzung? Trotz der Auseinandersetzung. Ich kann natürlich nur für den Verein sprechen. Gibt's Videos von den letzten Spielen? Warum? Nur so. Mal ansehen. Natürlich. Wer ist denn jetzt Kapitän? Jonas Brauer, Verteidiger. Ist auch ein großes Talent. War der beste Freund von Streeck. Die beiden sind hier als Erstklässler aufgetaucht und haben uns was vorgespielt. Da ging's auseinander. Ach. Sportlich. Streeck wurde Stürmer, Jonas ging in die Abwehr. Merkwürdig. Was? Die Videos der letzten Monate sind weg. Mannschaft einfach sitzen lassen. Fuck. Es war kein Selbstmord, es war Mord. Ist doch egal. Was heißt egal? Hat er sich in letzter Zeit verändert? Ja, kann man sagen. Und warum? Ist was passiert? Jonas, was denken Sie? Mal ganz ehrlich. Jemand hat ihn gegen seine Mannschaft aufgehetzt. Schlechten Einfluss gehabt. Und sicher haben Sie auch schon einen Verdacht. Hey, woher denn? Streeck hat ja seit Wochen mit keinem mehr vernünftig gesprochen. Und seitdem ging es mit der Mannschaft bergab. Ja. Wer es auch immer war, derjenige hat der Mannschaft den Kopf abgehauen. Ich glaube nicht an mysteriöse Einflüsse von außen. Wer soll diese Person sein? Die Jungs sind schlichtweg sauer, dass ihre Erfolgssträhne vorbei ist und geben sich gegenseitig die Schuld. Geht ja auch um viel Geld. Dritte Liga. Ich bitte Sie. Kollegin Rosinski. Ja, bitte? Was gibt's? Sie schnaufen ja so. Tut mir leid, war ein paar Treppen zu nehmen. In Strecks Wohnung wurde eingebrochen. Computer weg. Da hängen Listen von Wettbüros an der Wand. Von Wettbüros? Na, das ist doch mal was. Danke, Kollegin. Also Fußballwetten. Dritte Liga. Ja, Sie hatten recht. Und, fühlen Sie sich jetzt besser? Für mich. Ich weiß, Fußballer weinen nicht, ne? Na dann. Tschüss. Tschüss. Keine Pässe.
gehen Sie. Hier ist Privatgelände. Ja, na, gehen Sie. Gabi. Hallo, Gabi. Was machst du denn hier? Unser Telefonat war plötzlich unterbrochen. Da wollte ich besprechen, was wir jetzt unternehmen müssen. Wegen der OP? Du, da müssen wir gar nichts unternehmen. Es gab Komplikationen, aber es lag nicht an Klein. Der Patient war ohnehin nicht zu retten. Aber du hast doch selbst gesagt... Bitte. Ich weiß, was du riskierst. Ich weiß das wirklich. Aber wie soll es aufhören, wenn alle schweigen? Gabi? Bitte komm zu meinem Prozess. Bitte. Kommst du zum Prozess? Natürlich komme ich. Natürlich. Wie kommt die denn hier? Er hat doch Hausverbot. Die Leute wetten heute auf alles. Wollen wir mal auf die indonesische Superliga setzen? Hier, Persiwara Mena gegen Persitara Jakarta. Ach, bitte nicht. Hm? Agnes Mohr. Wie bitte? Das war jetzt die Person, mit der Stree kurz vor seinem Tod telefoniert hat, habe ich gerade bekommen. Eine Frau? Agnes. Ja, da könnte man denken, dass es eine Frau ist. Hallo? Oh, Entschuldigung, ich dachte, mein Mann hat wieder seinen Schlüssel vergessen. Er ist nicht da. Nein, wir wollten zu Ihnen. Hauptkommissar Stubbe, das ist mein Kollege Zimmermann. Worum geht es denn? Vielleicht könnten wir erst mal eintreten. Worum? Es geht um Gerwin Streeck. Er wurde heute früh tot aufgefunden. Ich im... Moment. Kommen Sie rein, wir wohnen oben. Bitte, ich ziehe mir nur kurz was an. Oh Gott, eine ganz eifrige. Können Sie ruhig setzen. Streeck hat mich heute ganz früh angerufen. Wissen Sie, ich baue gerade einen Verein auf, der sich um Whistleblower kümmert. Whistleblower? Das sind Menschen, die brisante Missstände öffentlich machen. Eigentlich Verräter in guter Sache. Da es meist Angestellte sind, verraten sie Dienst- oder Betriebsgeheimnisse und werden daher gemobbt, abgestraft und eben auch leider verurteilt. Da war zum Beispiel dieser Fall mit den verseuchten Blutspenden. Warum hat sich Streeck gemeldet? Er hat angedeutet, dass in seinem Fußballclub etwas nicht stimmt. Was genau? Schiebereien? Wettbetrug? Hatte Streeck konkrete Vermutungen? Oder Namen genannt? Ja, er sprach immer von einem Verteidiger. Jonas Brauer.
Ja, Jonas und Lino. Lino ist der Torwart. Bei den beiden war es sich sicher. Aber möglicherweise waren auch noch andere Spieler verstrickt. Den Vereinschef hat er auch im Verdacht. Der hat auf Streeks Beschwerden mit bösem Mobbing reagiert. Hatte Streeck Beweise? Er hat immer gesammelt. Aber was Streeck in der Nacht erfahren hat, wissen Sie nicht? Nein. Dann wissen Sie auch nicht, wann eines dieser manipulierten Spiele stattgefunden hat. Doch. Ach. Zum Beispiel das letzte Spiel vor der Winterpause. Also eins verstehe ich nicht. Warum hat Streeck so früh angerufen? Er war manchmal, sagen wir, etwas überspannt. Er wollte mir erzählen, was er in der Nacht herausgefunden hat, aber das war mir zu früh und da habe ich ihn abgewimmelt. Hallo? Hallo, Uwe. Hallo, Schatz. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Streeck ist tot. Wer? Der Fußballer. Ach Gott. Holst du den Kleinen das unten bei deiner Mutter? Mhm. Ja. Sie mögen diese Frauen. Wie kommen Sie denn darauf? Aber lassen Sie sich von ihr nicht einwickeln. Ich kenne diese religiös motivierten Weltverbesserer. Das sind schwierige Leute. Das stößt mir meine ganze Kindheit auf. Sie meinen, sie ist verdächtig? Nein, nicht a priori. Aber da gibt es immer diesen hysterischen Unterton. Es ist zu viel emotionaler Druck im Spiel. Sei gut, mach was Gutes. So reden Ketzer. Ja, ich bin ein Abtrünniger. Ausgetreten, abgewandt. Und Sie? Sie sind Atheist? Immer weniger. Manchmal würde ich mich freuen, wenn ich jemand hätte wie Gott. Ach so, alles zum Thema Wettbetrug und Spielmanipulation sollten vorerst nicht an die Öffentlichkeit treten, ja? Auch im Präsidium müssen wir den Ball flach halten. Dann wird jemand fragt? Beziehungsdrama. Wir gehen von einem Beziehungsdrama aus. Im Haus könnte das ja vielleicht klappen, aber draußen. Die Journalisten kommen ohnehin auf dieses Thema. Tod eines Fußballers. Wieso haben wir das nicht gemeldet? Die anderen sind damit längst online. Was habe ich dir gesagt? Ist alles recherchiert, ich bin gleich fertig. Gut. In 5 Minuten will ich das Material auf meinem Tisch haben. Und danach kümmern Sie sich um die neuen Zahlen aus dem Büro des Wirtschaftssenators. Der Chef hat gesagt, ich habe mir mal angesehen, was bei Streeck an der Wand hing. Er hat die Quoten von illegalen Wettbüros notiert. Hier für das letzte Spiel vor der Winterpause. Oh. 6,1. Wow, da konnte jemand ziemlich gut abräumen. Also, Stubbe, wenn man 10.000 einsetzt... Ich kann rechnen, danke. Aber erst mal bei 100.000. Ich habe mal die Spieler des FC Titania markiert, die auffällige Quoten hatten. Mhm. Und hier ist die Mannschaftsaufstellung. Was sehen Sie? Sagen Sie es. Geschoben wurde immer nur bei einer ganz bestimmten Spieleraufstellung. Immer dann, wenn Lino im Tor stand und Jonas als Verteidiger eingesetzt war. Genau, woher wissen Sie das? Von Agnes Mohr? Lotte? Ja? Ich habe dir den Artikel gemailt. Mhm. Einmal weiterleiten auf das Handy vom Chef. Er soll ihn gleich mal lesen und einmal drucken. Und einen Kaffee. Wenn du so lieb bist. Natürlich.
ist mein Text. Was? Das ist mein Text. Mein Text. Leicht gekürzt und dümmlich kommentiert. Guck mal, Wort für Wort. Gut, bis auf die Passage und seinen Namen, aber ansonsten. Hier, guck mal ganz gut. Der Autor zu finden. Wer hat Sie denn gebeten, meinen Artikel zu lesen? Also, soweit ich weiß, ist es üblich, die Artikel der Kollegen zu lesen. Später, meine Liebe. Später. Ich bin nicht Ihre Liebe. Und das da ist auch nicht Ihr Artikel. Vollidiot. Noch vor 3 Jahren war ich die brave OP-Schwester, der Liebling vom Chef. Und natürlich war ich loyal bis in die Knochen. Dr. Klein war ein guter Arzt, ein glänzender Operateur. Dann rannte seine Frau weg und er fing an zu trinken, kam besoffen zu den OPs. Alle wussten es. Alle haben die Klappe gehalten. Ja, und dann? Gab's Kunstfehler und tote Patienten. Hat denn keiner von den Kollegen etwas dazu gesagt? Ich habe mit Klein gesprochen, aber sinnlos. Und schon begann der Wahnsinn. Mobbing, Rufmord, Entlassung. Angeblich hätte ich Dienstgeheimnisse verraten. Wenn mein Mann nicht gewesen wäre, ich hätte es nicht durchgestanden. Er hat mir das Leben gerettet. Haben Sie denn eine Chance, den Prozess zu gewinnen? Natürlich. Ich habe Kollegen, die aussagen werden. Ich drücke Ihnen auf alle Fälle die Daumen. Danke. Ach so, was ich eigentlich fragen wollte, warum hat denn Streeck das Material, was er gesammelt hat, nicht bei Ihnen deponiert? Ich meine, wenigstens die Kopien. Es wäre doch sicherer, oder? Ja, aber er hat es nicht getan. Mhm. Hat er denn kein Vertrauen zu Ihnen gehabt? Natürlich, warum sollte er nicht? Ich weiß auch nicht. Dann, ja, danke. Wiedersehen. Warum misstrauen Sie mir auf einmal? Nein. Da täuschen Sie sich. Wenn ich schaffe, dann komme ich zum Prozess, ja? Komm mal mit, erste Seite. Weißt du was? Du solltest mit einem unterhaltsamen und wenn möglich gut aussehenden Mann ins Kino gehen. Das würde helfen. Nein, danke. Aber ich hätte Lust auf ein vernünftiges Essen. Das ist doch noch besser. Wie wär's mit Chinesisch? Italienisch? Malayisch? Was? Ja, Portugiesisch, Georgisch, Mazedonisch, Afrikanisch, Thailändisch? Nee, ist alles nix. Wir essen bei mir. Was? Kein Appetit mehr? Doch, aber ich hatte mir eine Einladung zu dir nach Hause irgendwie romantischer vorgestellt. Romantischer? Ist das jetzt eine Ablehnung? Ta-ta, 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 ta-ta. Oh, Herr... Helge, wir hatten schon mal das Vergnügen. Ja, richtig. Ach, Chrissy. Ein kleines Essen. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Schlimm? Nein. Oh. Du hast Geburtstag? Ja, sie wird 24. 25. Doch klar, dass da ein Schluck getrunken wird. Und zum Fisch passt Weißwein. Ich habe ja einen besonders guten Hopfen. Ich gratuliere. Danke. Und was sollte ich da sein an deinem Geburtstag? Das Geschenk?
komm gleich wieder. Ich gehe mir mal was Bequemeres anziehen. Ja, ich auch. Oh, Helge, Helge. Wir zwei stoßen jetzt erstmal in Ruhe an, ja? Oh Gott, Entschuldigung. Ist kein Problem. Ich habe beim Kochen schon ein bisschen vom Weißwein genascht. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Charlie, zum Wohl. Der Obstgarten. Hallo. Hallo, oh, Herr Kommissar. Happy Birthday. Ja. Wo sind Christiane? Oh, die ist schon schlafen gegangen. Aber dieser junge Mann hier, der hat noch so viele Fragen. Darf ich Ihnen mal ein Taxi bestellen, was? Oh, das ist gar nicht nötig, vielen Dank. Ich habe eine Übernachtungsgelegenheit hier ganz in der Nähe. Jawohl. Na, unterm Dach. Jetzt gute Nacht, Herr Kommissar. Lustig. Komm, Wilfried, wir trinken noch ein. Nein. Oh, doch, 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 du musst, Wilfried, auf die Mutter deines Kindes. Prost. Was ist? Zimmermann. Nee, ich bin's, Rosinski. Ah ja. Ich habe die ganze Nacht im Netz gefischt und habe tatsächlich Stricksachen gefunden. Na, schön. Habe ich Sie etwa geweckt? Nein, nein, nein. Warum ist denn das her? Strick hat das Material per E-Mail an sich selbst geschickt. Wie sind Sie daran gekommen? Hm. Hier, die 8. Maya trinke ich richtig an, sehen Sie? Hm. Sebastian Meisel, die 7. Ja, Jonas Brauer, 10, war gefaked. Naja, das kann man so oder so sehen. Vielleicht war der Rasen zu nass. Beim Fußball fallen die Tore durch die Feder der anderen. Schauen Sie doch mal genau hin. Ja. Hm. Könnte Zufall sein. Mhm. Gut, dann weiter. Das jetzt. Rosi, Kollegin Rosinski, ich gratuliere. Danke. Das sehe ich ganz anders. Der Torwart hatte vermutlich keinen freien Blick. Guten Morgen. Hier, für Morgen. Sie. Guten Morgen. Und sowas sehen Sie, ja? Habe bis zum 16. Lebensjahr im Tor gestanden. Ich habe gespielt. Links außen. Wo denn? BSG, Rotation Kleinschachwitz. HSV. Ich kam bis zur Auswahljugend. Richtig schade, dass wir nie gegeneinander antreten konnten. Ja, ja. BSG Kleinschach. Betriebssportgemeinschaft. Ja. Hier. Na, was habe ich gesagt? Die nennen sogar konkrete Namen. Meier, Brauer, Kolb und Meisel. Dann sind die Journalisten ja genauso weit wie wir. Hm. Danke für den Vergleich. Du schläfst immer so fest. Warum fragst du? Einfach nur so. Nee. Nur wenn ich Probleme hab. Musst du nicht. FC Titania sein, aber das schaffen wir noch. Du machst einen Espresso und ich gehe ins Bad. Wann wird sich denn der Huber jetzt endlich zu den Vorwürfen äußern? Der Huber wird gleich zu einer kurzen Stellungnahme herauskommen. Bitte Sie um etwas Geduld. Herr Huber! Herr Huber!
Sie von der Schieberei? Und warum haben Sie nicht vorher reagiert? Was ist mit dem Spiel am Samstag? Bitte hören Welche Sie. Summen sind geflossen? Kevin Strick hat Wettquoten recherchiert. Wussten Sie das? Wer hat hier manipuliert? Bitte. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich jetzt noch nicht so viel sagen kann. Wir haben eben erst selbst von den Vorwürfen gehört. Wir treffen uns jetzt in der Vereinsleitung zu einer Besprechung und dann gibt es eine Aussprache mit der Mannschaft. Was ist mit dem kommenden Spiel? Bis zur Klärung des Falls sind natürlich die kommenden Spiele abgesagt. Bitte haben Sie Verständnis. Herr Huber, da kommen die Kommentare. Los, die Kommissare kommen. Herr Kommissar! Herr Kommissar! Herr Kommissar! Herr Kommissar! Herr Kommissar! Herr Kommissar! Chrissy, du hast das hier ins Rollen gebracht. Warum machst du das? Weil es alle angeht und nicht nur die Polizei. Du behinderst unsere Arbeit, ist dir das klar? Papa, sollen wir jetzt ernsthaft jedes Mal bei der Polizei anrufen oder mal Erlaubnis fragen? Meinst du das? Euch geht's doch nur um Schlagzeilen. Ihr seid Scharfmacher. Auflagenhöhe, das ist das Wichtigste. Ordnen wir manche Posten. Herr Meisel? Da gibt es einen Raum, wo wir ungestört miteinander reden. Kommen Sie bitte. Haben Sie selbst gewettet oder gab es Mittelsmänner? Strick war Ihr bester Freund. Jonas, Sie müssen helfen, das Verbrechen aufzuklären. Sie haben ein Haus gekauft und fahren einen teuren Wagen. Na und? Woher haben Sie das Geld? Verdient. Nein, es gab keinen Grund, an der Mannschaft zu zweifeln. Die Jungs waren immer ehrlich. Außerdem ist doch noch gar nichts bewiesen. Und so lange gilt ja wohl auch noch im Sport die Unschuldsvermutung. Ein Alibi? Zur Tatzeit war ich joggen. Jeden Morgen laufe ich zusammen mit Lino. Können Sie ihn fragen? Ja, wir sind um 7:30 losgelaufen. Jonas ist pünktlich wie kein anderer. Eine Stunde über Stock und Stein. Die Elbe entlang, vorbei am Parkplatz. Quatsch, da waren wir nie. Woher sollte ich überhaupt eine Waffe haben? Stellen Sie sich nicht so unwissend. In Hamburg braucht man nicht lange, um ein Gewehr zu besorgen. Ich muss. Das ist eine dringende Sache. Gut, dann macht die Rosinski hier weiter. Und privat. Ist privat. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wir brauchen jemanden, der... Auf jeden Fall, Gabi, Sie hat es fest versprochen. Wir bewegen uns hier auf ganz, ganz dünnem Eis. Und wenn nicht gleich die Tür aufgeht und jemand reinkommt... Schwester Agnes, guten Tag. Was wollen Sie? Vielleicht können wir uns doch noch einigen. Ich brauche keinen Prozess. Angst? Haben Sie Angst? Es geht hier um mehr als nur um einen Deal. Hier geht es um Gerechtigkeit, hier geht es um Menschenleben. Ich bin weder ängstlich noch käuflich. Merken Sie sich das? Ruhe bitte, der Richter. Ja, wo sind denn jetzt Ihre Zeugen? Warum sind Sie da, wo ich auch hingehe? Warum alles doppelt? Ich habe den Fall aufgenommen und recherchiert. Sie gehen zur Pressekonferenz des neuen Wirtschaftssenators. Ich? Ja, und zwar gleich. Das ist doch jetzt Ihr neues Spezialgebiet. Mein Spezialgebiet? Seit wann denn das? Seit heute früh. Und das wüssten Sie auch, wenn Sie bei der Redaktionskonferenz dabei gewesen wären. Die Klägerin Agnes Mohr stützt sich auf Behauptungen, auf irrelevante Listen, auf Kolportiertes, aber sie konnte keinen einzigen verwertbaren Beweis für die Schuld des Dr. Klein vorbringen. Das Verfahren zeigte außerdem, dass Dr. Klein kein egoistischer Chefarzt ist. Im Gegenteil, sein Engagement für eine soziale Medizin, seine Hilfsbereitschaft für schwer verletzte Kinder aus den Krisengebieten dieser Welt vermittelt das Bild eines Mannes, der verantwortungsvoll und vorbildlich handelt. Umgekehrt legen die Aussagen der Mitarbeiter des Dr. Klein nahe, dass die Klägerin das Verfahren aus eigensüchtigen Motiven angestrengt hat. Die Behauptung des Dr. Klein, bei den Vorwürfen der Klägerin handle es sich um eine versuchte Erpressung, sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens und sollten in einem neuen Verfahren geklärt werden. Sicher ist, dass die Klägerin sich wird letztmalig Gelegenheit gegeben, innerhalb einer Frist von 14 Tagen neue Zeugen beizubringen, das Weitere von Amts wegen. Mhm.
Monsieur le Commissaire. Na, was verschafft uns die Ehre? Ach, nur halb dienstlich. Haben Sie mit der Sache zu tun? Nein. Wie haben Sie Gabi rumgekriegt? Mit Geld? Oder haben Sie ihr mit Kündigungen gedroht? So was zieht doch immer bei einer alleinerziehenden Mutter. Aber das nächste Mal kommt sie. Und noch was. Mich werden Sie nicht los. Ich werde weitermachen, bis Sie Ihre Approbation verloren haben. Ich werde an die Öffentlichkeit gehen und ich werde die Presse informieren. Ich werde mit den Menschen reden, die Ihren Vater verloren haben. Ihre Tochter. Erinnern Sie sich an Eva Seibel? Mensch, die war nicht mal 18 Jahre alt. Schade, dass Sie nicht da waren. Ich war da nur ein bisschen zu spät. Ich dachte, meine Kollegin Gabi tritt als Zeugin auf. Wir gehörten beide zum Team. Aber naja, alle haben Angst. Das sind keine Beweise. Das Licht hier ist schön, finden Sie nicht? Sie sind religiös? Ja. Ja. Ich liebe Jesus. Kirchen. Kirchenmusik. Liturgie. Das ist meine Welt. Natürlich singe ich im Kirchenchor. Schwer für Gerechtigkeit zu kämpfen, wenn man keine Unterstützung von oben hat, oder? Es gibt so viele Menschen, die in den Büros und Betrieben still leiden, weil sie Skrupel haben, zu unverantwortlichen Dingen zu schweigen. Glauben Sie auch, dass ich Klein erpressen wollte? Nein. Ich glaube, dass Sie etwas Gutes tun. Ja. Das wollte ich immer, die Welt retten, den Menschen helfen, ehrlich sein. Ehrlich sein. Sonst ist doch das Leben sinnlos, oder? Für Sie. Ja? Ja, natürlich. Der Pförtner zeigt Ihnen den Weg. Danke. Sehr gut. Ein Zeuge. Oh Gott, wer macht das? Ich selbstverständlich. Da sind Sie sich sicher. Moment. Die Schlüssel zurück. Entschuldigen Sie bitte. Kommen Sie mal schnell, es ist wichtig, eine Zeugenaussage. Moment. Ja. Erzählen Sie bitte nochmal. Also, wie ich schon sagte, ich habe das Auto auf dem Parkplatz gesehen. Aber da lebte der Mann noch. Viertel nach sieben war das etwa. Ja, und Sie haben ja noch was gesehen. Erzählen Sie. Da saß eine Frau neben dem Mann. Und die beiden haben ziemlich intensiv miteinander geredet. Gestritten? Das kann ich so nicht sagen. Beschreiben Sie die Frau. Ende 30, gut aussehend, dunkles, lockiges Haar. Sympathische Type, deswegen habe ich sie mir auch angesehen. Erinnern Sie sich an Details? Kleidung? Irgendwas Dunkles.
Mehr weiß ich nicht. Kann ich jetzt gehen? Ja, gut. Vielen Dank erstmal. Ich bringe Sie. Vielleicht brauchen wir Sie später noch für eine Zeugenaussage. Vermuten Sie das Gleiche wie ich? Agnes. Das passt alles auf Agnes Moore. Ich war allein draußen. Musste allein sein. Nachdenken. In einem schwarzen Auto? Nein, warum? Geht's dir nicht gut? Wie war der Prozess? Ich hol den Kleinen hoch. Und? Hat die Pressekonferenz Spaß gemacht? Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, aber es war wirklich sehr, sehr spannend. Ja, dann kann ich hoffentlich bald was lesen. Ich habe es ihm bereits zugemailt. Fotos habe ich auch gemacht. Besonders eins ist witzig. Senator stolpert ins Amt. Also, würde ich jetzt schreiben. Ach, Sie sind es. Kommen Sie doch herein. Sie kennen ja den Weg. Bitte. Sie haben neben Streeck im Auto gesessen, als er erschossen wurde. Was? Jetzt wird sie ganz verrückt. Ja, Sie haben Streeck kurz vor seinem Tod getroffen. So ein Irrsinn. Ich saß nicht neben ihm. Ich habe ihn an diesem Tag gar nicht gesehen. Wer behauptet das? Es gibt einen Zeugen, der sie gesehen hat. Das kann nicht sein. Doch. Was ist an jenem Morgen geschehen? Was denken Sie? Dass ich Streeck umgebracht habe? Wir denken nichts, wir wollen nur wissen, ob... Ich weiß nichts. Nichts. Nichts! Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie. Bitte. Gut. Dann werden wir eine Gegenüberstellung veranlassen. Brauchen Sie das? Brauchen Sie das? Ich muss jetzt alleine sein. Das ist zu viel. Frau Mohr. Warum waren Sie so früh auf dem Parkplatz? Antworten Sie. Warum? Was passierte an diesem Morgen? Das ist aber unscharf. Dankeschön, Herr Schlaumeier. Dummerweise hatte ich vorhin nicht die Zeit, irgendwas anders zu machen. Das war ein Scherz. Das ist ein total super Foto. Scherz. Auf euch habe ich gar keinen Bock. Ich bin's. Ich wollte nur sagen, ich bin halt irgendwie nicht so gut drauf. Vielleicht verstehst du es ja. Und wenn nicht, dann naja. Frau Stubbe! Ah, es war hoffentlich nichts Wichtiges. Nein. Text und Bild sind gut. Danke. Ha ha ha!
Wissen Sie, was ich denke? Dass Sie ein Verhältnis mit Streeck hatten. Nicht, weil er gut aussah oder jung war. Ich glaube, dass es faszinierend ist, wenn man auf einen Menschen trifft, der genau das Gleiche durchgemacht hat wie man selbst. Und mit dem man sich wirklich, wirklich austauschen kann. Und wenn man ihn ansieht, weiß man ganz genau, er hat einen verstanden. Ja, es gab eine Beziehung. Wir haben uns geliebt. Sehr. Und wo waren Sie, als der tödliche Schuss fiel? Neben ihm. Im Auto. Wir haben geredet. Ich wollte es beenden, er konnte es nicht akzeptieren. Plötzlich knallt es und er fällt mit seinem Kopf in meinen Schoß. Einfach so. Überall war Blut. Dann bin ich weg. Nach Hause. Erst da kam ich zu mir. Ich habe die Sachen ausgezogen und weggeschmissen und habe einfach nur versucht, den Tag zu überstehen. Und warum sagen Sie uns das alles jetzt erst? Weil ich weiß es nicht. Weil Ihr Mann der Todesschütze war. Nein, das habe ich doch gar nicht gesagt. Sie haben ihn am Tatort gesehen. Nein, 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 ich habe niemanden gesehen. Uwe hat mit allem nichts zu tun. Der Verein, die Spieler, alle waren sauer auf Streeck. Jeder von denen hätte sein Mörder sein können. Warum Uwe? Weil er das stärkste Motiv hatte und die anderen ein Alibi. Agnes, die Wahrheit. Sagen Sie die Wahrheit. Was wollen Sie von mir? Was? Sie säuseln, ich soll Vertrauen haben und beschuldigen meinen Mann. Sie haben mich hintergangen. Betrogen haben Sie mich. Sie wollen meine Familie zerstören. Warum tust du uns das an? Warum? Sie sind Ausbilder bei den Fallschirmjägern. Also ein guter Schütze. Ein sehr guter sogar. Wir haben uns informiert. Und daher hatten Sie Zugang zu Waffen. Dienstwaffen? Da kommt man nicht so ohne weiteres ran. Das ist lächerlich, was Sie sich da zusammenreimen. Also gut, lassen wir das. Reden wir über mögliche Tatmotive. Sie wissen, was die beiden verband. Gemeinsame Erfahrungen. Ihre Frau und Streeck führten Gespräche, die wahrscheinlich weit über das hinausgingen, was sie zu bieten hat. Gespräche, Sex! Ja, es ging um Sex! Hemmungslos auf dem Parkplatz. Widerlich. Ich hab's gesehen, wie die Tiere. Scheiße, scheiße. Und deshalb haben Sie Streeck erschossen? Nein. Ich bin kein Mörder. Ich liebe meine Frau. Für mich ist dieser Ehebruch eine Krise, ja, aber doch nicht das Ende unserer Beziehung. Ja, mein Kind. Eifersucht ist ein klassisches Mordmotiv. An diesem Morgen war ich bei dem Kleinen. Wir gehen davon aus, dass Ihre Mutter das Baby betreut hat. Nein! Während Sie Agnes zum Parkplatz gefolgt sind und dort Streeck erschossen haben. Nein, und ich sage nichts mehr ohne einen Anwalt. Kein Wort mehr. Der Abschlussbericht der Spurensicherung, der sollte doch heute noch kommen, oder? Ja, hier. Die Kollegen haben doch noch Spuren gefunden. Im Gebüsch, wie wir schon dachten. Stimmt was nicht? Naja, das stimmt was nicht. Kollegin Rosinski, Sie sind der Schütze.
Danke. Ja, und Sie? Sie setzen sich hinter das Steuer des Autos. Hinter der Schranke gleich links in Deckung. Noch ein Stück richtig rein. Da, wo die Kollegen die Spuren gefunden haben. So, und jetzt legen Sie an. Okay. Der Holm ist dazwischen. Und jetzt nehmen Sie mich mal ins Visier. Ich könnte Sie jetzt wunderbar abschießen. Sie meinen... Der Anschlag hat Agnes. Nicht schräg. Fertig? Moment! Nehmen Sie mich in den Arm, bitte. Was? Bitte. Durch die plötzliche Bewegung kam schräg in die Schussbahn. Wurde ganz zufällig zum Opfer. Vielleicht wollte er Sie küssen. Ja. Aber das wollen wir jetzt nicht nachspielen. Ne? Haben Sie's? Klar! Und seine Gnade wäre ewig und seine Wahrheit für und für und seine Wahrheit für und für. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäre ewig und seine Mit Ihnen rede ich kein Wort mehr, bestimmt nicht. Aber Frau Moore. Lassen Sie mich, ich hätte Ihnen nicht trauen dürfen. Sie wollen mein Leben zerstören, meine Ehe. Mein Sohn liebt seinen Vater. Hören Sie, es geht nicht um Ihre Ehe, nicht um Ihr Kind. Brüllen Sie mich nicht an. Finden Sie den Mörder. Aber lassen Sie unschuldig aus dem Spiel. Der Anschlag galt nicht Streeck, er galt Ihnen. Sie sollten getötet werden, nicht Streeck. Ich? Nach allem, was wir wissen, ja. Musste ja so kommen. Ich wusste es. Was wussten Sie? Man kann sich nicht gegen sein Schicksal stemmen. Agnes, es geht um Polizeiarbeit, nicht um Schicksal. Ich bin selber schuld. Schuld? Sie sind Opfer, nicht Täter. Sagen Sie mir nicht, was ich bin. Sie nicht. Sie haben mich verraten, Sie haben mich hintergangen. Ich will Sie nie wieder sehen, nie wieder. Warten Sie, Sie sind eine mutige Frau und helfen anderen. Und jetzt will ich Ihnen helfen. Können Sie einfach lassen. Passiert, passiert. Hören Sie, wer könnte Interesse an Ihrem Tod haben? Hat sich jemand aus der Bettszene gemeldet? Oder sind Sie irgendwann bedroht worden? Durch Streeck wissen Sie sehr viel über die Wettmafia. Und diese Leute könnten sehr gefährlich werden. Zimmermann, Sie braucht Schutz. Und jetzt sagen Sie mir, warum mauert diese Frau? Zwei Gebote hat Agnes Moore verletzt. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Als Krankenschwester war sie illoyal, aber für ein aufrichtiges Ziel. Aber die Sache mit Streeck war reine Lust. Und das kann sie sich nicht verzeihen. Es war Liebe. Egal. Sie wird sich verlassen fühlen. Als Kind habe ich mit dieser Angst gelebt, kennen Sie das? Im Grunde schon. Manche nennen das auch Angst vor der Einsamkeit. Von Gott verlassen zu werden, ist für Menschen, die glauben, schlimmer als Einsamkeit. Das ist Hölle. Egal, was passiert, die Strafe wird dich ereilen. Und du bist ohne seine Liebe. Und was wird Agnes jetzt tun? Buße. Ohne Buße keine Gnade. Wenn sie das schafft. Warum spielst du mit mir? Warum?
Machst du das Licht noch aus? Die Fälle, mit denen sich unsere Jeanne d'Arc beschäftigt. Haben Sie das geschafft? Jedenfalls habe ich nicht versucht, ihr die Schuldgefühle auszureden. Sonst noch was? Sie sollen sich nie wieder bei ihr blicken lassen. Und es soll auch keiner mehr vor der Tür stehen, keine Polizei, nie mehr. Gott ist Richter, kein anderer. Na gut. Rosinski kann abrücken, Sie kümmern sich bitte um diese Fälle und ich fahre ins Krankenhaus zu diesem Dr. Klein. Kollegin Rosinski. Agnes, eure Post liegt seit Tagen hier rum. Moin, moin! Moin! Ich wollte dich abholen. Bleib halt zu Hause. Ich muss noch so viel lesen. In der Redaktion komme ich ja zu nichts. Tut mir leid. Ich hab dir was mitgebracht. Kannst du nicht anklopfen? Sorry. Was? Wie? Na, was hast du mir mitgebracht? Ach so. Ein Geschenk. Nachträglich zum Geburtstag. Aber du musst die Augen zumachen. Bonbon. Den habe ich von meiner ersten Reise aus Nordkorea mitgebracht. Nordkorea, hm? Schmeckt er nicht? Hm, doch. Man ist der Einzige. Thank you.
Fall des getöteten Gerwin Streeck gibt es neue Erkenntnisse. Offenbar hat er eine Beziehung mit der verheirateten Agnes M. War deren Ehemann der Mörder Streecks? Inzwischen ist allerdings durchgesickert, dass Uwe M. möglicherweise im Laufe des Tages aus der Haft entlassen werden muss. Eine andere Spur führt zur Wettmafia. Nimmt sich denn sowas aus? Ja. Nein, ich bin Zimmermann. Was haben Sie denn gegen den Kollegen Stubbe? Ja, natürlich. Holen wir sofort ab, danke. Agnes Mohr hat eben den sicheren Beweis gefunden, dass ihr Mann unschuldig ist. Ach was. Auf einer Speicherkarte, die ihr Streeck kurz vor seinem Tod geschickt hat. Das wird der Wagen einer seiner Kollegen sein. Das kriegen wir raus. Und das sind alte Bekannte. Sehr gute alte Bekannte. Die Vasic-Brüder, verwickelt in viele Wettskandale. Aber bisher konnte man ihnen noch nichts nachweisen. Ach nee. Und wen haben wir denn da? Jonas Braul. Der Typ hängt voll mit drin. Wenn das kein Bargeld ist, fress ich einen Besen. Kollegen von der Soko werden sich freuen. Da. Lino, der Torwart. Also doch die Wettmafia. Sieht so aus. Die Jungs schnappen wir uns, und zwar sofort. Herr Professor? Herr Professor? Ja, bitte. Von der Familie Seibel. Die Tochter, Eva. Sie erinnern sich? Die Eltern wollen die Unterlagen einsehen, die genauen Todesumstände der Jungfrau recherchieren. Gut, danke. Entschuldigung, wo finde ich Dr. Klein? Ganz hinten durch und dann nach links. Danke. Sie sind nicht zufällig Schwester Gabi? Jonas hat den beiden Geld geborgt und die haben sie ihm dann wieder zurückgegeben. Ist das verboten? Und dann haben sie völlig grundlos ihren Mannschaftskameraden Streeck gejagt. Wir wollten mit ihm reden, weil er nur noch Stunk gemacht hat, aber wir haben ihm nichts getan! Eins möchte ich wissen. Wie sind Sie in diese Betrügerbande geraten, gerade Sie? Streeck war Ihr bester Freund. Er hat Sie zum Fußball gebracht. Glauben Sie nicht, dass Sie ihm etwas schuldig sind? Hat man Sie unter Druck gesetzt? Womit? Womit hat man Sie unter Druck gesetzt? Ich hatte Schulden. Lino hat mich mal mitgenommen ins Casino. So zum Spaß. Da habe ich in einer Nacht einen Haufen Geld verspielt. Und Lino hat Ihnen dann auch Hilfe angeboten? Ja. Seitdem hat er mich in der Hand. Lino? Ja, und seine Freunde. Die Vasic-Brüder. Ja, die waren noch mal ganz dicke. Da floss viel Bares. Dann auch zu Ihnen? Und als Streeck mitbekam, dass geschoben wird und sich mit Agnes Mohr zusammentat, da zwang man sie, die beiden umzubringen. Nein! Glauben Sie, dass die Vasic-Brüder für sowas Fußballer brauchen? Aber vielleicht Lino. Er hat ihn ja auch angegriffen. Aber nur um ihn abzuschrecken. Wie oft haben wir mit ihm gesprochen? Wir wussten, wenn die Vasic-Brüder mitkriegen, dass Streeck rumschnüffelt, dann machen sie kurz einen Prozess. Und? Sie haben es mitgekriegt. Wissen Sie, Agnes hat sich einiges eingebildet. Irgendwann kam sie auf den Verdacht, dass Dr. Klein Alkoholiker ist. Ist da was dran? Ach. Aber wie kann Agnes sowas behaupten? Ich weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht? Ich glaube, dass Agnes mal von ihm zurückgewiesen wurde. Sie meinen, dass Agnes in Klein verliebt war? Ja. Sie hat immer so für ihn geschwärmt, aber er, wissen Sie,
Der Chefarzt, das ist ein Mann, der nimmt seinen Beruf sehr ernst. Der braucht keine Affäre mit einer kleinen, überspannten OP-Schwester. Sein Leben ist das Krankenhaus, der hat es vor ein paar Jahren übernommen, sich ziemlich verschuldet, aber der ist glücklich. Sagen Sie, was wäre denn, wenn der Professor seine Approbation verlieren würde? Ja, dann machen wir dicht. Keiner übernimmt das aus, das steht fest. Jeder verliert seinen Job. Achso, und jetzt glauben Sie, dass wir deswegen alles hinnehmen? Oh nein, nein, nein. Sagen Sie, wann ist denn der Professor am Mittwoch zum Dienst gekommen? Der ist eigentlich immer früher, so gegen 7:30, aber am Mittwoch? Hm? Komm ein Stündchen später. Ah ja. Ja, das war's dann schon. Dankeschön. Danke. Wenn Sie es mal versuchen? Ja, ich rufe ihn mal an. Danke. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Tut mir leid, ich kann den Chefarzt nicht mehr erreichen. Hallo? Ja, ja. Sagen Sie, macht er das öfters? Ich meine, so ein Chefarzt, der muss ja erreichbar sein. Es gibt eine Vertretung. Außerdem macht er das recht selten, nur wenn er wirklich überarbeitet ist. Und wo geht er denn hin? Irgendwohin, in die Natur. Hauptsache, er hat Ruhe. Ist er Jäger? Ja, gelegentlich. Aha. Ja, dann können wir es nicht ändern. Vielen Dank für Ihre Mühe. Gerne. Alles deutet auf Dr. Klein. Hat ein starkes Motiv, kein Alibi und vermutlich eine Waffe. Also, wir müssen sofort die Lizenz prüfen und einen Durchsuchungsbeschluss für sein Haus besorgen. Mach ich. Aber wir sind auch auf einer heißen Spur. Ein Video von Streeck ist aufgetaucht. Er hat es in der Nacht vor seinem Tod an Agnes geschickt. Und was sieht man? Seine Sportsfreunde Jonas und Lino. Erst bei einer Geldübergabe, dann greifen sie Streeck an. Aber die beiden bestreiten alles, schieben es auf die Vasic-Brüder, von denen sie das Geld haben. Fahndung? Ist raus. Also gut, haben wir zwei heiße Spuren. Die Wettmafia und Dr. Klein. Ich bin gleich da. Ach so, wir sollten sofort jemand zu Agnes Mohr schicken. Sicherheitshalber. Agnes? Agnes, bitte, du musst was essen. Komm doch. Du brauchst Ruhe. Vielleicht solltest du für ein paar Tage ganz allein sein. Ein Stück weg von allem. Fahr an die See oder ins Gebirge. Ich werde dir Geld überweisen. Werde ich bezahlt. Und denken Sie an die Auflagen. Sie müssen in der Stadt bleiben und erreichbar sein. Ich bringe Sie nach Hause. Danke, ich komme schon klar. Bis bald. Sag doch was! Mama. Es ist gut so. Bye.
Du wirst doch nicht das Kind mitnehmen. Und los geht's. Agnes, das geht nicht. Ich bitte dich in deinem Zustand. Das ist nicht gut für den Kleinen. Gemacht. Bis bald. Kleinen Moment. Schönen Gruß vom Staatsanwalt. Uwe Mohr ist entlassen worden. Fuck. Für mich ist dieser Mann immer noch verdächtig. Und sogar gefährlich. Und? Alles in Ordnung? Nein, überhaupt nicht. Sie ist gerade Hals über Kopf abgefahren und ich konnte nicht folgen. Ich bin eingeklemmt. Das ist nicht gut. Nee. Ich schalte mal das Auto. Ja, ich glaube, es ist noch schlimmer. Vermute, dass ihr ein anderer Wagen gefolgt ist. Ein schwarzer Geländewagen. Münchner Kennzeichen MWS und dann konnte ich die Ziffer nicht mehr erkennen. Ich glaube, es war nur eine Person drin, vermutlich männlich. Wir leiten ja alles ein. Nichts haben wir zurückgehalten. Mhm. Das sind immer von der Beziehungsseite aus. Danke. Super Fußball. Ja, ihr kriegt alles. Klar. Die Fahndung ist schon raus. Also, der schwarze Wagen ist tatsächlich ein Mietfahrzeug. Ich habe gerade mit dem Verleiher gesprochen. Allerdings konnte er den Kunden nicht gleich nennen, da ja 99 fortlaufende Nummern zu den Kennzeichen Rudimenten passen. Wir brauchen eine Liste mit allen Namen. Schon in Arbeit, Eva. Kollegin Rosinski. Gibt es eine Ortung von Agnes' Handy? Geht nicht so schnell. Wir sind dran. Zwei Kollegen sind gerade im Haus von Agnes Mohr eingetroffen und reden mit der Mutter. Ist Uwe Mohr schon da? Keine Spur von Uwe Mohr, keine Spur von Dr. Klein. Und auch die Vasitspuder sind wie vom Erdboden verschwunden, ja? Okay. Das ist ein Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer für uns beide, bitte. Und für wie lange? Ist doch schön hier. Hast du Hunger? Geht gleich los. Kriegt er nicht. Keiner kriegt uns. Alle haben uns verlassen. Alle. Aber das macht nichts. Wir gehen unseren Weg. Ja, ich höre. Ich notiere. Danke. Sie haben dir eine Ina Selmke aus Hildesheim für den Wagen 3961. Frau Selmke befindet sich in ihrem Haus bei einer Geburtstagsfeier ihrer Tochter. Stubbe! Ja, Stubbe hier? Ja? Das ist doch mal eine gute Nachricht. Danke.
Vor einer halben Stunde wurden die Vasic-Brüder gestellt. Wo? Am Flughafen, wollten sich gerade absetzen. Da waren es nur noch zwei. Agnes Mohr wird sich einen einsamen Ort suchen. Ja, frag dich bloß wo. Wow. Der Wagen mit der Nummer 3914 wurde von einem gewissen Dr. Harald Klein gemietet. Na, Zimmermann, wie lautet die letzte Strophe? Da war es nur noch eine. Ja, hier ist die 712. Wir haben das gesuchte Fahrzeug gefunden. Wir brauchen alle Unterkünfte im Umkreis. Hotels, Motels, Pensionen, alles. Ach so. Und achten Sie besonders auf abgelegene Orte. Geht klar, Chef. Hotel am See und Pension Schulz. Alles klar. Ende. Und jetzt stimmt. Ich soll nichts unternehmen. Wir sind gleich da. Ende. Was sind Sie denn hier? Ich will Sie nicht mehr sehen. Raus! Kein Problem. Zugriff abgeschlossen. Ich gehe ja schon. Einsatzleiter an die Bilde. Vielen Dank für die Mitarbeit. Moment. Verstanden. Bis zum nächsten Einsatz. Ist irgendwas passiert? Nein. Ist nichts passiert.